Ja, Leute, weiter geht's bei Super Mario 64. Wir sind in Big Boohoo's Haus. Und wow! Jetzt sind wir hier nämlich in der Bücherei. Wo uns die Bücher etwas ärgern sollen. So, jetzt müssen wir hier die Dinger reinboxen. Erst das obere, dann das untere, komm. Und dann das mittlere. Komm. Tritt es rein. Yo! Eine Tür öffnet sich. Eine geheime Tür und dahinter eine weitere Tür mit einem, man mag es kaum glauben, Power Star. Here we go. Yes, Mario. Weiter geht es. Wir haben den dritten Stern geholt in der Welt. Und ziemlich schnell, finde ich. Ich habe gedacht, wir brauchen wesentlich länger für die Mistwelt. Weil ich das so in Erinnerung hatte, dass es da viele Wege gibt und viele Türen gibt es ja auch. Das, oh Gott. Falsch. Das habt ihr ja auch gesehen. Aber es ist doch einfacher, als ich gedacht habe. Und springen rein. Jetzt müssen wir die 8 roten Münzen holen. Da müsste ich, glaube ich, auch jetzt wissen, wo die alle sind. Wir haben ja schon viele. Haben wir schon. Und jetzt wieder. Ah, naja, schade. Viele haben wir ja schon geholt. Und wir werden jetzt, wenn wir es hinkriegen, auch den 100-Münzen-Stern direkt mitholen. So, hier drüben haben wir eine rote und eine blaue. Oh Gott, Mario, hör auf mit der Steuerung. Wow. Jedes Mal ist er mich da hier am Erschrecken. So, dich auch mit. Wir wollen ja die ganzen. Oh Gott, wenn ich da jetzt. Yo. Wir wollen ja die ganzen blauen Münzen auch haben, damit wir das mit den 100 Münzsternen hinbekommen. Eine rote Münze, also schon hier oben müssen auch welche drin sein. Erstmal. Ah, hier haben wir erstmal eine rote Münze. Ach, eine rote, eine blaue meine ich. Und hier noch eine wegen dem Auge. Komm, gib her, 22 schon. Ah, okay, hier ist nicht mehr drin. Gehen jetzt hier die ganzen Räume nochmal ab. Aber die Musik in dem Raum hier ist cool, finde ich. So. Zweite rote. Ach nee, komm, hör auf. So ein Mist. Oh, eine blaue. Ja. Ey. Ja, was war das denn? So, komm, nimm da oben die rote. Und jetzt hier müssten auch. Oh, waren hier nicht auch zwei, Doch, hier waren doch auch zwei von den Geistern. Ja, da ist doch einer. War hier nur einer? Nee, ich meine, hier waren zwei, oder? Irre ich mich da? Waren hier nicht zwei Leute? Doch, oder? Naja, haben wir jetzt nur einen. Wenn es überhaupt zwei gab, weiß ich gar nicht. Hier das Klavierzimmer. Komm her, Klavier. Geh auf uns los. Wir wollen nur die rote Münze haben. Number 4, Nummer 4 der roten Münzen. Jetzt haben wir hier unten haben wir alles abgeklappert. Ja. Halt dich fest, Mario. Was haben wir? Wo haben wir jetzt noch was? Hier, glaube ich, ist noch. Ja. Nicht! Oh, Glück, Leute. Glück gehabt. Nummer 5. Da gehen wir jetzt. Oder was ist da? Weiß ich gar nicht. Gehen wir mal gucken, was da ist. Hier in der Tür. Was verbirgt sich da? Ach so. Nur das hier. Ja, springen wir jetzt hier runter. Dauert das nicht. Ja, Mario. Komm, geh da hoch. Hoppo. Wuhu. Yes. Einmal hier durch die Tür, bitte. Oh. Ein Auge, komm. Wir wollen hier um dich drum rennen. Geh kaputt. Lass uns einen Fünfer da. Jo. Lässt es uns da. Ja, hier gibt es jetzt. Zwei rote Münzen. Da glaube ich nicht. Hier. Genau, was ist hier sonst noch so drunter? Sonst gibt's hier nichts, glaube ich. Also nur noch eine rote Münze fehlt. Dann haben wir den roten Münzenstern auch schon. Und die wisst ihr auch, wo die ist. Die haben wir nämlich schon mal geholt. Die ist hier. Rote, komm. Jetzt da oben, da waren wir auch schon mal.
ist jetzt der Münzenstern, der rote Münzenstern erschienen. 51 Münzen haben wir, da wollen wir jetzt aber irgendwie noch voll kriegen hier. Den nehmen wir gleich mit. Holen wir jetzt direkt den 100 Stern. Yo! War hier noch irgendwas? Ich glaube zwar nicht. Ich glaube, hier war nichts. Können wir wieder rausgehen. Habe ich jetzt keinen Bock, die Dinger da irgendwie reinzukloppen. Yes. Yes, yes. Mit dem Yes habe ich es aber irgendwie, Leute. Yes. So, ab hier rein. Okay. Ach so, ja. Das ist der Raum. Okay. Der Raum, wo wir sonst herkommen, wenn wir den Stern mit der Bücherei gelöst haben. So, hier drin sehe ich jetzt soweit erstmal keine Sterne, fürs Erste zumindest. Gehen wir nochmal raus, wollen hier die Kiste kaputt machen und uns da ein paar Münzen besorgen. Daneben, war klar. muss man die... Ach so, das waren diese. Yo, und geh kaputt. So, lass uns Münzen da. Wo ist die andere? Komm her. Spinne. Spinnensalat. Komm her. Jo, und auch ein paar Münzen. Noch irgendwo welche? Nein. Ich meine 5, also 25 Münzen gibt's noch da unten in dem Wasserlager, wo wir da eben auch waren. Ey, wie ging der Supersprung nochmal? Nee. Ah so, genau, so ging er. Erst Z, dann A. Jetzt habe ich es auch wieder durchblickt hier. So, komm her. Komische Spinne. So, du auch. Gib die Münzen her. Und hier auch ein paar Münzen? Ja. Wunderbar. Und das jetzt, wenn wir die 25, da ist auch noch eine Tür, da gehen wir noch nicht rein. Wenn wir jetzt die 25 von da drüben dazu zählen, dann müssten wir auf jeden Fall alle haben. Schaff mal aber in dem Part wahrscheinlich nicht mehr. Leute, mal keinen Stern in dem Part geholt. Was ist denn das? Naja, aber dafür haben wir schon mal die Sache mit den Münzen dann zusammensuchen. Ach, hier gibt's auch noch den Quatsch, haben wir dann schon mal. Zum Glück, weil das ist auch immer so eine Sache, wo ich immer... Ja, Angst habe ich da nicht vor, aber so ein bisschen... Stopp. Kommt man da wieder hoch? Ja, muss man ja. Muss man ja wieder hochkommen. Ah, und wenn nicht, haben wir Pech. Das wäre natürlich ärgerlich, aber... Da kommt man wieder hoch. Bin ich fest von überzeugt. So, komm, geh durch. So. Und jetzt stellen wir uns vor die Tür. Und hier machen wir im nächsten Part weiter. Bis zum nächsten Mal, euer TT-Gamer.